halbe Stunde eher. Da ist es nämlich Defin gegeben haben an FM Toxic und somit somit das Spiel hier doch eher als erwartet auf das 2 und Maus darf als CT starten. So, hatten lange glaube ich schon ein bisschen den Kontakt. Zweit eher seltsam. Der jetzt allein. Boah, kriegt direkt Hedge von SMF. Der wusste da kurzzeitig nicht, wo er helfen soll. Blockt er jetzt kurz. Die nimmt noch einen mit. Wird dann noch geholt. Spot jetzt leider schon drauf. Sonics wichtigste in der Mitte. Boah, der gewinnt. Headshot. Das können sie sogar noch machen. Die Nate von Sonics noch enorm wichtig. Wenn die auf Spot sitzt. Boah, richtig gute Nate. Boah, die Shots von Trouble, krass. Und letzter Fuß. Boah, Trouble spielt so perfekt. Will da durchspringen. Nein. Boah, wie gut gespielt war das von Trouble eigentlich. Der wartet dann noch auf sein Mate, will da für ihn durchspringen. Boah, und der ist noch ein Schritt noch zu weit hinten. Schade, Mann. Gut noch die rote Runde knapp gemacht. Ich denke davon, jetzt nach dem iPlay-Match, darf man sowieso gespannt sein, was die Mäuse hier gegen die Briten bzw. Dänen ausrichten können. Die fahren in der Eco B drauf, Kerrigan da gemacht, der eine kurz gestorben, die Maus holt sich die Waffe. So, ich hoffe, ich bin ein bisschen lauter wieder. Boah, schönes Teamplay. Okay, noch alle über Cutters weg. Genau richtig gemacht. Wartet, das glaube ich an der Base. Aber gespottet lang. Oh, kann er jetzt schon viele ansagen. Jetzt sitzt vielleicht ganz. Ah, Nate sitzt ganz gut. Maus zieht hinterher. Schön Nate. Schade, dass da noch kein Frick gefallen ist. Jetzt der erste. Charlie auch im Headshot. Da gibt es nochmal eine Flash. Oh, der C ist aber schon sehr weit weg. Geschoben, gut gemacht. Oh, drei Spieler low. 17, 22, 28. Und jetzt guck. Oh, das sind die Fracks. Mitte gestorben, können sich jetzt eine Waffe schnappen. Die Bombe ist noch nicht drauf. Schiebt nochmal kurz zurück. Trouble sieht den da. Oh, was ein Pech. Oh, jetzt schiebt doch Sonics und Kerrigan am A. Oh, mit ihm rechnen sie vielleicht nicht. Er ist noch Headshot-Rampe geschoben. Oh, jetzt gehen sie erst nochmal B. Krass. 20 Sekunden noch. Schade, Mann. Das fing so gut an. Oh, bitter, wie der da zurückgekommen ist an kurz. Charlie kurzzeitig weggeschaut hat. Lead geschnappt. Ja, aber gegen zwei. Auch wenn Baba hier nur eine Bison hat, aber das
dürfte er nicht mehr. Er hat auch kein Kit, muss jetzt auch steppen. Oh nein, er macht es SMF. Meine Güte. Somit 3 zu 0. Aber schöne Ecos bisher von den Mäusen. CRF1, ja, genau. Ach so, ja, stimmt, das habe ich geändert. Genau, aber das andere war halt. Da hat eine Auslastung von 80 oder so. Will ich nicht. Oh, Baba, hier Todesgang. Er steht auf der Stufe. Kann kurz hier. Nette Posi so. Oh, nie gesehen. So, ansonsten. Relativer Standardaufbau. Aber B wird direkt vorkontaktet. Sonix wäre dafür Refact zuständig, beziehungsweise deckt er rechts sein Arsch. Problem ist, die Mitte gerade komplett offen gelassen. Ich glaube, Apox spottet ab und zu mal ein bisschen an der Mitte. So, können jetzt Katas ausschließen. Windanski. Okay, Windanski hatte da ein bisschen den Kontakt. So, Apox blind. Boah, einer Base gesprungen. Das weiß Maus nicht. Schöne Flash von hinten. Da brauchst du nochmal eine Flash. Sonix Mitte, glaube ich, gestorben. Jetzt fällt auch Headshot-Rampe. Jetzt ist die Gegenflash von Nuki. Chubbly macht da lang dicht. Da kommt aber niemand mehr. Okay, wir gehen jetzt über Base. Schön. Und jetzt Überzahl sogar. Chubbly rechnet da immer noch mit lang. Bombe wird noch nicht gelegt. Das hätte sie gehört. Jetzt Köpfchen gesehen. Boah, da wurde sich kurzzeitig blockiert. Nate könnte sitzen. Boah, schade. Ganz wenig Damage gemacht. Boah, schön. Und jetzt nur noch Baba. Mit 100 HP. Geht auf Frag. Kriegt den ersten Nuki 101. Nuki hat einen Kit. Schön gemacht von ihm. Sehr schön angezogen. Dann danach sich nicht mehr gezeigt. Die Bombe war schlecht gelegt für Baba. Und das rettet Maus hier die erste Runde. 1 zu 3. Leider halt 4 Waffen verloren. Aber der Zähler auf dem im Scoreboard ist da natürlich wichtiger. Ach man, scheiß Dreckslüfter hier. Ich glaube, das hört man nicht. So, Aufbau wieder Richtung A. Das ist der gleiche Aufbau. Windanski, defensiv Katas am Spotten. Und der Rest Mitte gleich wieder über Kurz. Sonic ist der am Schlitz. Kerrigan spottet auch Katas. Und Maus eigentlich mit dem gleichen Aufbau. Oh, da stehen aber beide dran. Es kommt der B-Split. Sonix macht ein. Kerrigan auch Katas erfolgreich. Oh, stirbt gegen Loch. Wäre fast noch weggekommen. Bitter. Vielleicht ein bisschen unglücklich. Überzahl und sogar HP-Vorteil. Doch Trouble 1 der wichtigste Duell jetzt Katas. Gegen Baba. Oh, schade, Mann. Eine halbe Sekunde oder so. Schön, aber Nuki. Gutes Spiel heute. Nuki lockt auch den Schuss raus. Oh, jetzt sitzt aber der Frag von Baba. Headshot sitzt trotzdem noch. Und Windanski moved aus. Posi verraten am Loch. Wird gefragt und die Zeit. Die Zeit, das könnte sogar reichen. Oh, und das reicht. Alter, Nuki mit einem ganz, ganz, ganz starken Spiel bisher. Rettet hier die Runden für Maus bisher. Steht hier sowas von zurecht an der Spitze mit 41 Score. Aber wenigstens sind da zwei Frags bei B-Split gefallen. Das ist, wenn man es genau nimmt, vielleicht zu wenig. Einer noch mehr und dann hat man da eigentlich ganz guten Job gemacht. So, aber Toxic muss tatsächlich sparen. Können wir den auf den ersten machen können.
Box mit einem B. Trubly macht er allein lang. Gegen Goose, Trubly hilft, oder? Ah, Nuki schon gestorben. Ah, Trubly darf da reinhalten, macht auch nur zwei. So, und letztendlich fällt er auch Socken. 3:3, somit der Ausgleich. Toxic hat er wieder Geld. Baba wieder mit A, mit Fragezeichen. Nein. Switcht auf AK. Boah, schneller Go über kurz. Boah, was ein krasser. Boah! Hoho! Nice Shots von ihm. Dritten kann er vielleicht sogar auch noch machen. Schade, aber low gemacht. Richtig starke Runde von Trubel. Fox hat noch kurz die Kontrolle. Das sieht gut aus. Kerrigan spottet doch Mitte. Also kontrollemäßig gar nicht mal so schlecht. Einzige Problem ist halt lang. Oh, da hat doch Kerrigan eigentlich den Vorteil, wenn er nochmal rumzieht. Schön. Guter Headshot. Gerade noch so das Köpfchen gesehen. Somit wieder Ausgleich. Oh, spottet kurz lang. Er geht sogar entgegen. Er geht sogar entgegen. Trifft er jetzt auch auf beide. Oh, er schleicht ihm echt noch rein. Oh, Mann. Er hört die Steps aber auch irgendwie nicht. Oh, Sonics. Kann vielleicht da einen machen. Smoke liegt. Oh, er sieht da nichts. Sollte vielleicht wieder auf A, M4 wechseln, macht er auch, hat noch ein Kit, ne. Oh, Bombe liegt zu lang, also perfekt gespielt von FM Toxic. Es wird, es hat Sonics ganz, ganz, ganz schwer jetzt. Bis, also die Chancen schwinden hier von Sekunde zu Sekunde. Oh, was? So, und jetzt gegen Baba. Ah, selbst wenn die, boah, die Nate macht gut Schaden und er macht eins richtige Git auf Frack. Geht ihm da entgegen, aber Baba, einfach viel zu treffsicher heute leider. Und damit die vierte Runde für FM Toxic. Maus muss nochmal in die Eco. So, wo sind denn eigentlich die Zuschauer? Will hier niemand mehr Maus sehen, oder was? So, nochmal diesen kleinen Stack in der Citybase. Falls irgendwo ein schneller Go kommt. So, als ob es hier wieder B geht. Eine kleine E-Falle. Ja, so halb. Jetzt wieder Mitte raus. Ist nichts am Tor gestorben. Boah, und jetzt müssen sie halt alle über die Smoke pushen. Und dann darf Neil reinhalten. Boah, im wahrsten Sinne des Wortes. Sock 2 und Sock Cutters. Ja, wird übernommen vom Mate von Windansky. Der auch seinen zweiten macht. 5:3. Maus müsste jetzt wieder ganz gut Geld haben. Ah, sie ist zwar nicht so enorm viel. Aber oh, man geht direkt auf Doppel-AWP. Abbox auch ohne Weste. Dafür mit Smoke, Flash. Kerrigan mit, was ist das, Minikev. Schneller Mitte go. Oh, nicht, dass es schnell Mitte rausgeht. Boah, die sind richtig zügig da. Bitte jetzt mal aufpassen. Boah, sie sind schon vor. Sonics hört das aber. Sieht raus, kann den ersten machen, den zweiten leider nicht. Und jetzt Kerrigan unter dicker Bedrängnis. Den Schuss muss er hinten schön. Macht wieder zwei. Boah, die Smoke hat ihm da noch gut geholfen. Gut ein bisschen Zeit rausgeholt. Oh, wie gut das der Go einfach war von FM Toxic.
Gegen die Doppel-AWP, als ob sie es gewusst hätten. So, jetzt der Retake. Flashes sitzen. Ah, boah, wie gut Nielsen hier da steht. Gut Anti-Flash. Und Baba aus vom Plateau. Einfach perfekte Pose da mit seiner Arme. Und er macht doch einfach alle. Die Nate und der Headshot. Und die Runde. Wieder für FN Toxic. Ach. Ab. War ich. Weiß nicht. Warum kann man Maus fast gar nicht so viel vorwerfen? Das war einfach richtig guter Go von FM Toxic. Direkt so halbes Anti gegen die Doppelabe. Das konnte zwar jeder wieder einem einen machen, aber das ist halt wie gesagt zu wenig bei so einem B-Split. Trotzdem, drei Runden ohne Pistol. Darauf kann man aufbauen. Boah, leider Kerrigan in die Flash noch geguckt. Aber ich finde, man sollte... Ich weiß nicht, also... Muss man hier wirklich Doppel-AWP spielen? Ich meine, das kostet natürlich auch richtig viel Kohle. Ich denke mal, Maus wird jetzt kurz blocken. Vielleicht 2-1-2. Würde ich jetzt so spekulieren. Geld müssen sie haben, kaufen auch direkt M4. Kerrigan überlegt wahrscheinlich. Kauft tatsächlich nochmal Abe. Da bin ich gespannt. Und Baban liegt an. So, ne, nochmal Standard. Drauf. Boah. Da zahlt sich doch mal die Ava aus. Der hat das safe gehalten. So, Sonics. Hilft er ihm da? Ja, sehr schön. Guter Support. Abox sogar auch da. Sie geht da echt raus durch die Smoke. What the fuck? Und hat Abox wirklich leichtes Spiel. Es wäre wirklich gut, hier mit allen Mann zu überleben. Hat man leider nicht ganz geschafft. Komm schon, jetzt mach doch mal den letzten. Geht doch! Schöne Arbeit da von Kerrigan, auch wenn ich leider nicht drauf war. Hab dann nicht mit so frühen Frags gerechnet. So, Toxic weiß, Kerrigan hat noch Arbe. Könnte mir sogar vorstellen, dass ich nochmal so einen schnellen Split spielen. Aber ich glaube, Abrox ist diesmal... Ja doch, jetzt boosten sie kurz. Oh, jetzt schön variiert. Oh, Abrox ist leider gegen Barbar gestorben. Dafür vielleicht die Chance bei Kerrigan. Ganz kurz schon einer da. Boah, er setzt den Frag. Starker Quickshot. So, Nuki flecht sich auch lang raus. Kommt er weg? Ja, sogar noch mit relativ viel HP. So, jetzt auch der Boost. Kerrigan übernimmt lang. Oh, schöne Flash. Kann nochmal gegenflashen. Troubly hat kurz. Nuki hilft da von City Base mit. Oh, er verschießt. Oh, nochmal. Und sie schleichen vor. Perfekt. Oh, wie gut das ist. Oh, und jetzt sind sie vor. Oh, wie gut das durch die Smoke gemoved war. Da hat sich Kerrigan gut locken lassen. Oh, das war einfach wieder perfekt die Smoke ausgenutzt. So, Mates sind zwar ziemlich früh da. Vor allen Dingen Sonics, der am Schieben war. Nate hat man leider keine mehr. Travely rastet nochmal aus. Noobeck alle. Guseck noch. Boah, Posi bekannt. Travely mit dem dritten. Jetzt Sonics wieder. Ähnliche Situation. Oh, kann er das machen? Oh, jetzt. Oh, er macht's immer. Oh, das reicht nicht, oder? Nee, das reicht nicht. Oh, Mann, schon wieder so eine verflixt knappe Runde. Oh, okay, wir gehen mit aber einen von den. Ich weiß gar nicht, waren es drei Schüsse an dem Langspieler macht. Das ist der Frag, der jetzt am Ende leider gefehlt hat. Aber irgendwie auch seltsam, dass sie da so durch... Ich meine, nur gezielt halt durch die Smoke. Aber dann muss man doch rechnen, dass sie da durchkommen. Nur weil Kerrigan da hinten links zielt. Heißt es ja nicht, dass sie da durchschleichen können, so wie sie es wirklich gemacht haben.
Naja, mal gucken, wie viele Runden noch bei rumkommen. Zwei Chancen hatten wir auch noch, es sei denn, sie holen hier die Eco. Sieht aber nicht danach aus. Da brauchst du auch nichts lange, aber es sei eben vergönnt. Jolik hat das. In der SMF. Einfach das Pre-Fire durch die Smoke. Zeige ich danach nach VG gegen AL. Spielen die echt noch? Oder spielen die noch? Oh, 23 Uhr. Ja, wenn es noch live ist, kann ich überschalten. Okay, wir gehen jetzt nochmal auf Arme. Prefire-mäßig sogar so halb drauf. So, lang wird offensichtlich geblockt. Box unten am Tor. Ja, das erste Mal, dass man da aggressiv blockt. Kerrigan auch Headshot-Rampe diesmal. Also man variiert ja schon. Das geht auf jeden Fall auch wieder kurz. Man war noch lang. Splitten sie jetzt A. Dropbox noch immer relativ offensiv am Tor. Baba schiebt aber rüber. Das sieht eher nach einem Fake aus. Dropbox läuft immer rein. So, Sonics am B. Keine Nades mehr. Komplett defensiv. Und es ist einfach kurz. Sonics kann einen machen. Wird leider abgeben von Baba. Nuki schnell cut das. Eventuell ungehört. Oh, leider stirbt Trouble AE. Ach Mann, ey. So bitter. Dass Upbox da so ein komisches Timing hatte. Und nicht close am Tor stand. Hätte er da vielleicht zwei machen können. So, letzte Runde. Vielleicht schaffen sie es noch. Meine fünfte Runde ist echt dann ja nicht mal so schlecht. Meine Pistole haben sie nicht gewonnen. Es war nur eine Eco dann, also vier Equipped. Wären dann gar nicht mal so schlecht. Oh. So, nix kriegt der Head von Socken. Lang wird wieder gespottet. Oh, Box kommt zum Glück noch aufs Spot. Nuki und Trouble dann kurz den Frag gemacht. Jetzt geht's wieder lang durch. Man hat sogar relativ viel Equipment. Gegenflecht sitzt gut von Uphox. Jetzt vielleicht noch eine. Oh, Nate. Ja, so halb. Oh, Uphox macht leider keinen. Nuki ist da im Vierer. Oh, die Gegenflecht kommt viel zu spät. Trouble sich die Waffe geschnappt. Das wird trotzdem fast nicht zu schaffen sein. Auch ohne HE, ohne nichts. Nur eine Flash gegen drei. Da hat Kelgen keine Chance. Und das ist vorbei. 11:4, die Halbzeit an FM Toxic. Jetzt bitte, bitte, bitte die Pistole holen. Nip hat er auch 2-0 gewonnen, okay. So, gehen wir in die Pistole. Nuki spottet dort. Und lang schon angelegt. Kriegt ein Barbar an der Kante. So, SMF
bekannt. Zwei Spieler bekannt. Dann legt er sich sehr lange an. Oh, bitte schön, Nuki. Also gefällt mir wirklich hervorragend heute. Oh, und Sonic ist dann noch allein gelassen worden. 3 gegen 3, vielleicht unnötigerweise abgegeben. Aber der B-Split. Oder einfach B drauf. B ist sogar frei. Und hat doch Smoke fürs Tor gleich noch. So, zwar hat immer noch einen ganz kurzen Moment gewartet, damit man da wirklich gemeinsam raufgeht. Nein, die Smoke geblockt oder was? Oh. Trotzdem, posimäßig. Ich habe ein wichtiges Duell jetzt, Katas. Er kommt weg, kommt er weg. Er legt an. Oh, verliert es leider. Oh, und jetzt wird es schwierig, jetzt wird es schwierig. Kerrigan steht zum Glück zum Loch. Ach, oh, Kerrigan. Letzte überkannte Bock. Oh. Schöne Runde von ihm, von Finn und Nuki vor allen Dingen auch. Geht doch, Mann. Jetzt hält man sich im Spiel. So, wer steht da mit der Afox? Mit Shotgun. Geht wahrscheinlich schnell kurz vor. Sie, glaube ich, lang gesprengt, ziehen sich jetzt wieder Spot zurück. Zwei bekannt. Loki kommt nach. Ich sowas hasse. Noch einer aggressiv. Sie aber richtig Probleme, den Spieler da zu kriegen. Oh, jetzt bitte hinter euch aufpassen. Schön lang stirbt. Hinter euch jetzt bekannt. Oh, ja, zum Glück ist die Glock noch so stark. So, den letzten macht auch Sonic. Das sah irgendwie nicht so souverän aus, auch wenn man hier nur einen Frag kassiert hat. Aber egal, der Rundengewinn zählt. Sechste Runde overall. So, diesmal geht es nicht schnell lang, sondern kurz von FM Toxic. Und Maus macht auch das genaue Gegenteil. Nehmen da lang ein. Schöne Flash von ganz weit hinten. So, bitte nicht gegen Spot sterben. Oh, wenigstens ein Refrag. So, gut nochmal nachgesmoked. So, die Smoke war richtig wichtig. Wir gehen einfach nach. Bombe noch nicht gelegt. Nate. Boah, was? Diese unsouveränen Anti-Ekos immer. Einer kommt sogar noch über lang. Ja, das schaffen sie nicht mehr wegen Diffused, aber Waffen können sie vielleicht noch beide kriegen. Schön der Flabox geholfen. Man, es gibt ordentlich Kohle auf sein Konto. Also von der Seite läuft es dann doch ganz gut. Kerrigan auch mit Abe. Ich denke, den werden wir schon in Zukunft immer an der Lanze sehen. Also er trifft ja manchmal gute Schüsse, kann man ja nicht sagen. Sein. Ich würde. Weiß nicht, lag's also. Also. Nee, es lag eigentlich nicht an ihm. Also an einer Person lag's sowieso jetzt nicht.
irgendwie eine Arme braucht man ja auch eigentlich. Also was heißt brauchen, aber es hilft halt ungemein. Komische Pose von Vindansky. Kurz hat Mouse-Image schon eingenommen, Sonic Stack danach lang. Und jetzt setzt man einfach zum Kurzsplit an. Sonic würde dann spät über lang kommen zusammen. Okay, jetzt geht man doch nochmal zu dritt an, wartet kurz jetzt, bis lang was passiert. Nuki gibt eine Flash von hinten. Geht auf. Sonic links das Eck checken, bitte. Boah, da läuft er leider schon in den Schlitz. Er hat, glaube ich, nicht mal links gesehen. Der wird nicht ab... Oder? Doch. Ach, schön. Ich denke, Refact. Travi kann jetzt kurz anlegen. Den muss halt Spieler vielleicht töten. Töte ihn, bitte. Ach, schön. Und A ist frei. Nice. Kurz jetzt bitte einfach nicht sterben. Kelgen überdimmt er mit Ave. Boah, ist blind. So, Bombe jetzt erst gelegt. Jetzt läuft erst der Timer. Und alle drei über kurz. Einer droppt nochmal Base. Maus sehr kompakt. Stehen da eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kassieren ein. Och, gut. Zweite fällt. Die beiden anderen fallen dann einfach für Mausseite. Und jetzt hat der Litz auch keine Chance. Schön da zusammen einfach draufgegangen. Die Senior keine Chance, irgendwie beide hintereinander zu machen. Also, gut, der erste Equipped Round. Schön den A-Spit ausgespielt. Da nochmal zu dritt über lang zu gehen. Gut gemacht. So, variiert direkt jetzt auch. Zu dritt Richtung B. Legt Plateau an. Hat. Schön, beide Spieler da. Oh, ich hab doch leichte FPS-Drops habe ich. Das ist nicht gut. Ja, also die optimalen Einstellungen habe ich noch nicht gefunden. So, gut, das aufgeholt jetzt. Lang schnell eingenommen. So, gute Fläche ist von Toxic von hinten. Aber Maus da nicht wirklich blind. Smoke liegt gut. Kann man vielleicht Kugel überrennen. Ne, man bricht das ab. Wurde dann weggeflasht. Schöne Teammates. Oh, die hat Nuki richtig blind gemacht. Jetzt geht man aus der Situation raus. Kelgen Abbrox Mitte unten. So, und jetzt setzt man zum B-Split an. Gar nicht so schlecht. Mit Dansky nur Base und einer nur B. So, und der ist am Tor. Ich weiß nicht, ob er schon gesehen wurde. Oh, kann aber den Frack setzen. Alter. Ah, die anderen beiden über Base. Über Cutters. Oh, wie low da manche Spieler sind. Das ist so bitter. Oh, Doppel-Nate aber noch vorhanden. Wenn die sitzen. Eine jetzt vielleicht gegen Neil. Ja, der ist der erste weg. Sonics mit einer interessanten HE. Ging leider ins Leere. So, Retic über Cutters. Sonics muss da aufpassen. Und wer kommt dort? Dansky und Socken, glaube ich. Oh, das kann Kerrigan, das könnte Sonics vielleicht sogar machen. Aber die Smoke hilft ihnen eigentlich auch noch. Schade, Mann. Was war denn das für eine Smoke, bitte? Die hilft ja eher den T's als den CT's. Naja. Schade, ey. Eigentlich von der, wenn man sich Overview-mäßig so angeguckt hat, gar nicht so schlecht. Also, man hat dann eigentlich nur einen Gegner gehabt. Habe jetzt da nicht drauf geachtet, was die in der Base gemacht haben. Die CTs.
Aber an sich hatte man wirklich nur die Gegner am Tor. Dass eine Grube ist. So, kurz auch eingenommen. Weiß man somit auch sicher, dass A außerhalb gedeckt wird. So, man hat noch zwei Smokes. Also vielleicht auch mal so ein Fake ansetzen. Wenn man da irgendwie Vindansky aus dem Spiel nehmen kann, irgendwie vorlocken könnte. So, diesmal scheint mit den Go aber komplett über kurz zu spielen, baut nicht nochmal um. 50 Sekunden circa noch. So, das lassen wir den Autodirector entscheiden. So, Smoke. Hapox, glaube ich, mit dem Jump nach unten. Läuft schräge hoch. Boah, ist scheinbar blind. Oh, Papa, was der hittet. Und jetzt wird es schwer, jetzt wird es schwer, jetzt fehlen auch die Friends. Sterben sie alle nacheinander. Sonics lang. Boah, schöner Schuss. Boah, Kerrigan leider nicht weggesetzt. Und Sonics gegen 2. 10 Sekunden nur noch. Und beide spielen es gut. Die gehen einfach weg. 8 Sekunden noch. Sonics hat es gerade gemerkt, dass er nicht mehr viel Zeit auf der Uhr ist. Und jetzt schafft er es nicht mehr. 5, 4 Sekunden. 3, 2, 1. Ach, schade, Mann, ey. Spielt mir schon so ein kleines. Oh, ja, aber kriegt er auch nicht mehr gesaved. Da spielt mir schon so ein kleines Special. Aber scheinbar waren die Gegenfläche so gut von Toxic. Herr Box hat sich nämlich hier hingehockt. Also ich vermute mal, dass er blind war. Würde einfach keinen Sinn machen. Normalerweise kenne ich den Move so, dass hier die Smoke liegt, T runterspringt und halt über Schräge hochkommt. Und man den Spot dann quasi über Schräge und über kurz einnimmt. Der lang halt sehr verzögert kommt. Endlich sitzt mal lang der First Track. Okay, fährt auch kurz durch, hört die Steps. Vielleicht die Chance gegen Vindansky. Oh, hat leider schon von 2 abgeaimt. Bo ist jetzt auch schon bekannt. Jetzt vielleicht mal weg. Man, genau, man weiß, dass schon 2 sind. Oh, hier, wenn wir jetzt Base den Spieler holt, die läuft leider mit Gren rein. Oh, man hat anscheinend auch auf den Namen geachtet. Schau, wie leider auch noch lang gestorben. An sich war es richtig gut gespielt. B war komplett frei. Man hat sie komplett zum A gelockt. Aber dann beim Verschieben halt leider die Fracks gefangen. Kerrigan mit 3 HP noch einen machen können. Bombe wird jetzt gelegt. Das wird eine richtig schwere Retake. Sonics mit Timing. Schön. Und jetzt Kerrigan vielleicht mit Abe. Base über. Nein. Kann das übernehmen. Einer ist raus. Schade, den Schuss hätte er fast getroffen. Oh, jetzt ist Sonics blind. Oh, wie blind er ist. Zum Glück Vindansky auch. Oh, jetzt wird über Loch reingegast. Nein. Oh, Mann. Das ist so scheiß knapp unten. Gerade den wichtigen Schuss trifft er leider nicht. Weiß nicht, wäre jetzt besser. Keine Ahnung, natürlich wäre es besser gewesen, wenn der Plateau gesprungen wäre. Er hat den Frag mit ziemlicher Sicherheit gemacht, egal wie viel der P hat. So, leider nicht geklappt. Kirgin schnell kurz eingenommen. Er gast da komplett durch. Boah, das ist super. 2 an lang. Das kann Kirgin natürlich durchgeben. So, jetzt dürfen sie nur wieder nicht beim Verschieben sterben. Boah, da wird. Sagen wir jetzt nicht, dass sie von Kruge da auch heim. Also A-Spot komplett eingenommen, aber die Bombe ist Cutters. Barbar steht dort noch. Aber. Oh. Toxic fällt da wirklich nicht auf den Fake rein, der nicht mehr wirklich an der ist. Oh, schöner Shot von Kerrigan. Sonic ist leider lang gestorben. Jetzt schieben erst die Mates rüber. Das wird wieder richtig, richtig knapp, die Runde.
Equipment-technisch sieht es halt auch nicht so rosig aus, dass man jetzt irgendwie noch den Retake großartig verzögern könnte. So, wenn wir die Bombe jetzt gelegt. Oh, und Kerry geht Richtung lang. Wird geholt von Vindansky, der glaube ich immer noch in der Grube war. Ne, SMF ist in der Grube. Vindansky war dort. Oh, da brauchst du versuchst was zu drehen. Oh, gute Teamflash. Kerry gegen 4. Einfach nur noch überrannt, keine Chance da. 360 Grad um ihn drumherum. Alle möglichen FM-Toxic-Spieler. Droid schon mal sicher für die Briten, beziehungsweise für die Dänen, für den Briten-Dänen-Mix. Auch irgendwie random Moves, habe ich das Gefühl. Also entweder kurz schnell oder lang schnell. So, jetzt kommt eine Gerdi von hinten. Oh, schön, der Split. Kerrigan springt. Harakiri-mäßig hinterher. Oh, kann ihn machen. Aber die Mates kriegen schon gute Hits. Da muss man aber auch lachen. Oh, dann brauchen wir wieder... Das wirkt aber auch so wie Chaos. Wenn man nicht genau weiß, geht man jetzt zurück, geht man vor. Oh, wenigstens sitzen die Frags. Also einzeln skillmäßig ist man ja doch teilweise ganz gut unterwegs. Oh, jetzt aber der Headshot-Trouble war auch mit Gegen-Headshot. Und letzte Anlang... 30 Sekunden, wo ist die Bombe? Hat Aprox, er geht tatsächlich B. Und Travelly kommt da auch noch weg. So, da wird Gas gegeben. Das SMF rafft jetzt auch so langsam, er hat auch ein Kit. Aprox kommt durch mit einem HP. So, welche Posis nimmt man jetzt ein? Plateau und Spot. Also man verrät sich da auch schon. So, jetzt einfach Refrag. Schön. Super gemacht von Trubel. 10. Runde jetzt somit für die Mäuse. So, Toxic hat aber noch Geld, noch dicke Geld. Ah, gerade kommt der Tweet rein. AL gibt auch Deathwin. Gegen FM, gegen Very Games. Und direkt B-Contact. B auch komplett frei. Schöne Ansage. Netter Riecher da bewiesen. Nuki wird da der Erste sein, der da auf die Spieler trifft. Der dann weggekommen ist. Boah, was? So, immerhin steht man mal gegen die Eco. Na, da bedankt sich Sonics auch. Netter Drive-by-Shot. So, 15. Toxic mit Dickkohle. Baba wieder mit Ava. So, jetzt wieder dieser Aufbau. Ich glaube, Kerrigan kriegt schnell eine Mitte-Flash. Schön. Gut auf die Kante geaimt. Nuki auch erfolgreich an kurz.
Er geht A durch. Also. Kann er sagen, was er will, aber Nuki in dem Match wirklich richtig gut. Sehr stark. Schön nochmal die Flash von hinten. Oh, der schräge Spieler hätte auch mal eher fallen können. Jetzt macht er aber Aprox. Schön. Endlich mal gut einen Spot eingenommen. Wo ist der erste überhaupt gefallen? Kurz. Ja, wo liegt denn die CT-Leiche? Ah, hier. Ah, hier unten. Er stand vielleicht hier oben oder so. Hat es dann runtergeschellt. Was hat der für einen Blick drauf eigentlich? Egal, SMF von Neil. Safe da. Ah, Maus könnte da sogar nach rankommen. Das wird die 12. Runde. Vielleicht schafft man sie hier sogar noch in die Overtime. Ja, Nuki, ja, hat eigentlich wirklich immer solide gespielt. Klar, am Anfang musste ich natürlich reinfitzen. Aber ich meine, die Ansagen sind ja immer gar nicht so schlecht. Von daher, bei der taktischen Seite ist es ja eigentlich ganz okay. Es ist halt meistens immer nur das Teamplay. Und so die kleinen Moves und die, wie man dann Spot einnimmt, wie man es verteidigt und sowas. Und wenn das alles sitzt, dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Oh, Kerrigan kriegt wieder eine Flash. Boah, zum Glück war der blind. So, den Move können sie wahrscheinlich dann nicht nochmal spielen. So, Refact von Neil. Oh, jetzt wird kurz geblockt. Das wissen sie aber. First time playing there. Tja. Kommt davon. So, zu dritt mit. Und Sonix ist Grube. Boah, schön. Nochmal einen weggesprengt. Und jetzt kommt der A-Split. Aprox hat vor der Front. Wird geholt. Boah, wie blind sie sind. Und Sonix ist vorn. Oh, was machen sie denn? Oh, da steht er mit Grand in der Hand. Und dann zieht der CD rum. Was ein Pech. Warum gehen sie nicht einfach drauf? Und Sonix gegen 2. Er wird jetzt so langsam. Oh, er wurde immer noch nicht gehört. Jetzt aber. Vielleicht hat er auch so gutes Timing. Oh. Mann, ey. Ja. Vorbei ist es leider wieder. Zweite Maus-Niederlage heute. 16-12. Ja, müsste 16-12 sein. Schade. Gut noch rangekämpft als T. Ein paar gute CT-Runden waren ja auch dabei. Die diese gewonnen hatten, waren aber auch richtig knapp. Also, es hätte natürlich auch viel, viel, viel deutlicher ausgehen können vielleicht. Mit ein bisschen mehr Glück holt man vielleicht auch die CT-Pistole und dann hat man mehr CT-Runden und gewinnt vielleicht auch das Spiel. Man hat ja auch hier die T-Pistole, hat man gewonnen. Gut, also, ich meine, vom Ergebnis her war es knapp. Manche Situationen haben eher für Toxic gesprochen, aber, ach, wieder Potenzial gesehen, aber leider dann nicht konsequent ausgespielt. Hoffen wir, dass da in Zukunft noch in jedem Match so eine Leistungssteigerung drin ist. Starladder hat mir nach einigen Matches vor sich. Hoffen wir, da kann man sich noch gut behaupten. So, danke fürs Einschalten noch hier zur später Stunde mit dem vorletzten ESEA-Match, glaube ich, von Maus. Eins haben sie, glaube ich, noch auf das 2. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend, gute Nacht und ich hoffe, ihr